Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy-Review, diesmal mit einem etwas anderen Toy-Review, diesmal mit iGears Traitor. Traitor ist hier eine Version von Starscream, nicht nur in der Farbvariante 1:1 gleich mit der Originalversion der Masterpiece-Line, nein, es ist hier auch noch wirklich auch Stück für Stück, wirklich jede einzelne Komponente wie eine 1:1 Kopie. Ich finde es sehr erstaunlich, dass hier iGears sich wirklich getraut hat, eine Originalfigur so Stück für Stück zu kopieren. Das Einzige, was sich jetzt hier bei dieser Figur deutlich unterscheidet, ist einmal der Ständer der Figur, der hier nicht den Namen aufweist, und ja, die Farbgebung. Ansonsten ist die Figur wirklich Stück für Stück gleich. Die kleinen Raketen, die mit dabei sind und die unter den Flügeln quasi platziert werden können, sind hier anstatt in der Originalfarbe komplett schwarz. Und selbst der kleine Professor, der mit dabei ist als kleine Miniatur fürs Cockpit, ja, selbst der ist bis auf die Farbe 1:1 ein Abguss. Ich finde es, muss ich sagen, ein bisschen unverschämt. Dennoch bin ich sehr stolz, dass ich diese Figur habe, denn ja, sie ist etwas Besonderes. Und für den Preis, wie ich sie bekommen habe, den ich jetzt mal nicht erwähnen werde, ist diese Figur natürlich ein echter Hingucker. Ja, dann wollen wir doch einfach mal ein wenig zu den Details kommen. Wir fangen am besten einmal an mit der Verpackung, die ziemlich unspektakulär ist, trotzdem natürlich einige nette Details aufweist. Wir haben einmal hier groß Starscream abgebildet. Richtig schön im G1-Look. Und hier unten natürlich im Flugzeugmodus. Wir sehen hier unten einmal die Kennung PP03T mit der Kennzeichnung Traitor von dem Fighter-Team. Auf der Seite haben wir natürlich noch einmal den Fighter-Modus und die Kennung. Und was man jetzt relativ schwer sieht, den allseits bekannten Spruch, den ich sehr episch finde, Till all are one. Und natürlich hier auch das Jahr 84 bis 2011. Sehr interessant. Natürlich auch hier oben identisch mit dem Spruch. Und an der Seite, auf der gegenüberliegenden Seite, noch einmal den Robotermodus abgebildet. Und wir haben dann natürlich dann hier einmal auf der Rückseite dasselbe komplett einmal in einem roten, ja, Infrarot-Look in dem Sinne. Finde ich ziemlich interessant. Ja, wir packen jetzt einfach mal die Figur zur Seite und kommen jetzt einfach einmal zur Figur. So, die Figur an sich wird natürlich auch hier standardmäßig in der Verpackung im Flugzeugmodus geliefert. Und natürlich auch hier mit dem Ständer, der natürlich variabel ist, dass er auch die Figur als Roboter halten kann. Und den Raketen hier unten, die wir natürlich auch nochmal hier unten unter den Flügeln platzieren können. Ja, kommen wir dann nochmal zu einem nächsten sehr feinen Detail. Das ist einmal hier drinnen im Cockpit der Professor, der allerdings hier bis auf die Jacke komplett schwarz gefärbt ist. Die Figur können wir einmal kurz herausholen. Aufklappen, das Cockpit einmal runterklappen und dann können wir auch die Figur einmal frei rausnehmen. Die Figur sieht so aus. Eine sehr simple kleine Figur. Ein Professor halt im weißen Kittel. Ja, und ansonsten sehr einheitlich schwarz. Füße und auch Kopf. Ich werde natürlich die Figur auch noch dementsprechend bemalen, damit es originalgetreu aussieht, so auch dem Original. Finde ich natürlich sehr schön, allerdings vom Detail, dass wir den natürlich hier im Cockpit auch platzieren können. So, den brauchen wir auch für die Transformation nicht rausnehmen, was ich auch sehr interessant finde. So, aber dazu gleich mehr. Wie gesagt, die Figur wird natürlich auch in dem wunderschönen F-22 Jet-Modus präsentiert. Man sieht natürlich gegenüber der Originalversion komplett einheitlich grau. Hier sind natürlich keine
Rußpartikel, nichts drauf. Ansonsten, ja, wie gesagt, wie das Original. Die Thruster sind in einem dunklen Blau gehalten und ansonsten, ja, es fehlen einige Details von der Bemalung, aber das war es eigentlich auch schon. So, ich gehe nochmal ganz kurz auf den Ständer ein. Der Ständer sieht so aus. Er hat ziemlich viele schöne Details drauf. Einheitlich schwarz allerdings. Ja, und wir können diesen Griff hier um, wenn wir ihn dann mal rauskriegen. Deswegen habe ich ihn nämlich auch nicht komplett fest montiert. So. Er lässt sich nämlich hier ziemlich schwer montieren. Den können wir natürlich auch nochmal, weil wir hier unten einmal hier eine Schiene haben und hier, können wir den auch nochmal so hier hereinstecken und dann quasi für den Robotermodus vorbereiten. Ja, die Figur als Jet hat natürlich hier die typischen Starscream-typischen Waffen dran. Die Waffen lassen sich hier auch noch in zwei Teile teilen. Und natürlich hat diese Figur noch die Möglichkeit, was ich auch sehr interessant finde, die Waffen abzunehmen. Und hier die Raketen, die hier unten drunter auf dem Ständer befestigt sind, auch nochmal hier im Flugzeugmodus unten drunter anzubringen, was ich eigentlich auch ziemlich cool finde vom Design. Auf jeden Fall eine geile Idee. Ja, aber die Raketen sind jetzt eigentlich eher Nebensache. Deswegen stecke ich sie wieder zurück auf den Ständer. Und ich lasse jetzt einfach mal die Waffen ab, um jetzt einfach mal die Transformation zu zeigen. Es ist so deutlich einfacher. Ja, unten drunter sieht die Figur natürlich auch aus wie das Original. Sehr schön alles verstaut. Man sieht hier nur ganz leicht die Hände. Ansonsten, ja, weist nichts wirklich auf den Robotermodus hin, was ich sehr schön finde. Wir haben dann einmal hier unten ein Fahrgestell, was wir hier ausfahren können. So. Es funktioniert auch, also es ist wirklich drehbar. Dann haben wir hier nochmal das gleiche. Hier muss ich nur sagen, ist es ein wenig schwerer herauszuholen. So. So, hinten, das Landegestell ist aus Plastik, vorne aus echten Diecast, also wirklich Metall. Auch hier diese Landeschiene ist komplett aus Metall. Sehr interessant auf jeden Fall gemacht, finde ich super. Dann haben wir zu diesen Details natürlich noch die Möglichkeit, die Höhenruder zu verstellen, was ich auch sehr schön finde. Und was wir haben, was ein kleines nettes Gimmick ist an Details, hier noch eine richtig mit so einer Diecast Pneumatikstange, quasi die Bremse, die Luftbremse. Ja, und was wir natürlich auch noch haben, ist hier vorne, wir ziehen die Spitze ein Stück heraus und klappen es zur Seite. Hier vorne nochmal die Technik des Fliegers, was ich auch sehr schön finde. Ja, wieder einfach reinstecken. So. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier unten ist die Figur ziemlich unbemalt, also es fehlen einige Details. Hier oben, wie gesagt, komplett die Details fehlen. Keine Decepticon-Logos vorne auf dem oder überhaupt auf der ganzen Figur vorhanden. Ein wenig schade, aber gut, dafür werde ich mir die Repro-Labels natürlich beschaffen, um das auszugleichen. Ja, die Thruster sind natürlich auch beweglich, was ich auch sehr schön finde. Und ja, kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist leider ein wenig tricky, aber das kriegen wir auch schnell hin. Ja, wir können einmal die quasi die hinteren Wings nach oben klappen. Dann klappen wir hier einmal die seitlichen Ruder nach oben. Und ja, öffnen dadurch quasi die Möglichkeit, hier man sieht diesen kleinen Slot, quasi dieses Teil komplett hochzuklappen. Was allerdings trotzdem ein wenig komplizierter ist, denn ja, hier an der Seite ist dieser Nose Cone quasi komplett fest. Das heißt, vorsichtig lösen. So. Und jetzt können wir das einfach nach oben schieben. Das gleiche hier. Vorsichtig lösen. Und nach oben schieben.
Jetzt können wir das einmal erstmal wieder schließen. Und wenn das natürlich hier auch auf das abgeht, das ist kein Problem. Es kann einfach hier wieder festgesteckt werden. Ist aber auch wie beim Original, also kein Problem. Ja, die Flügel werden jetzt einmal hier unten gelöst. Einmal so nach oben gezogen. Das gleiche auch hier noch einmal. Von den Armen gelöst. Das gleiche hier noch einmal. So. Jetzt wird einmal hier vorne auf dem Rücken dieses Mittelstück komplett nach oben geklappt. Was natürlich auch ein bisschen komplizierter ist. So. Dann werden die Beine komplett nach hinten gezogen. Dieses Rückenteil wird mit dem Gelenk nach oben geklappt. So, das ist jetzt eigentlich schon das Schwierigste fast gewesen. Jetzt klappen wir hier die Höhenruder komplett einmal hier unter die Flügel. Dass man sie quasi hier unten angebracht hat. So, jetzt die Arme einmal nach oben winkeln. Einmal so. Die Arme, wie gesagt, hier oben lösen. Jetzt einmal, ganz vorsichtig ist es kein Problem. Wie gesagt, einmal hier dieses Teil komplett nach außen ziehen. So. Und jetzt können wir die Flügel nach oben klappen. So. Das gleiche hier noch einmal. Nach oben klappen. Fertig. So, jetzt können wir einmal hier diesen Lendenschurz nach unten klappen. So, und jetzt kommt eigentlich das Komplizierteste an dieser ganzen Verwandlung. Wir müssen einmal die Arme seitlich zur Seite klappen und den Brustkorb bilden. Der Brustkorb zu bilden ist, wie gesagt, das Schwierigste an dem ganzen Part. Wir lösen einmal hier diese Teile auseinander. Drehen einen erstmal zur Seite weg und den anderen drehen wir jetzt so seitlich und ziehen ihn jetzt so in diese gerade Schiene hinein. Das gleiche auch hier. Einmal so und fertig. Das müssen wir jetzt deswegen machen, das zeige ich euch auch gleich, damit wir quasi den kompletten Teil nach unten klappen können. Wir können natürlich auch, und das zeige ich euch quasi, wie es original jetzt zur Anleitung ist, dieses Teil auch komplett nach unten schieben, birgt aber die Gefahr, dass dann hier oben diese Teile bei der Eigeversion sich lösen. So, ich zeige euch das jetzt einmal. Einmal so nach unten drehen, Quatsch, das war jetzt mein Fehler, komplett so nach unten. Bitte macht nicht den Fehler und wie ich eben gerade und versucht es so nach unten zu drehen. Das geht nicht. Es wird ja automatisch blockiert hier außen. Und wenn ihr mit Gewalt rangeht, dann habt ihr mal eine schöne Figur gehabt. So, wie gesagt, einmal jetzt nach unten vorsichtig drehen. Und auch jetzt wieder in einer Linie mit dem, mit dem Metallrücken quasi bringen. So, wenn das jetzt soweit fertig ist, drehen wir hier hinten diesen Rücken einmal nach vorne, lösen hier die Spitze, knicken die nach unten und jetzt wird es ein wenig komplizierter. Das Cockpit einmal öffnen. Natürlich aufpassen, dass der Professor nicht rausfällt, dann einfach wieder befestigen. Bei dem Professor bitte aufpassen, dass der Kopf niedriger sitzt als hier oben die Rückenlehne, das heißt so wie ich es jetzt hier habe, so ist es richtig. Wenn nämlich der Kopf hier oben drüber guckt, dann geht die Verwandlung nicht mehr einwandfrei. So, also wie gesagt, Cockpit öffnen, die Nase nach unten ziehen, jetzt dieses komplette Teil nach unten drehen. Diesen Nose Cone nach
innen einmal drehen. Dieses ganze Teil nach unten und jetzt das komplette Cockpit einmal nach innen drehen. So, das heißt, der Professor sitzt wirklich hier im Brustkorb und kann quasi nach außen sehen. Finde ich eine ziemlich coole Idee. Und jetzt einfach wieder das Cockpit zuklappen. So. Jetzt, wie gesagt, einmal das Cockpit gerade drehen. Ihr seht, der Kopf wird automatisch sichtbar. Jetzt dreht ihr hier hinten die Spitze nach unten. Und jetzt ist es wichtig, guck mal, ob ich euch das so zeigen kann, dass ihr diese Spitze nach hier, diesen kompletten Arm, der hier innen nach innen zeigt, in das Cockpit hier vorne reinschiebt. Vorsichtig nach vorne drehen, bis er richtig im Körper quasi hier ja, verstaut ist. Anschließend haben wir hier ein kleines Loch und hier einen kleinen Stift. Den müssen wir natürlich miteinander jetzt verbinden. So. Und ja, anschließend haben wir den Rücken quasi fertig. Jetzt ist es wichtig, dieses komplette Teil einmal nach unten zu schieben. Dazu haben wir hier innen drin, man kann es jetzt schlecht sehen, so, eine kleine Vertiefung. Und hier innen drin einen Metallstift. Die müssen jetzt miteinander verbunden werden. Das heißt, wir schieben jetzt dieses komplette Teil einmal nach unten. Der Vorteil davon ist, wenn ihr es nach unten schiebt, ihr habt automatisch eine Automorph-Funktion. Das heißt, hier oben, diese Schultern klappen automatisch nach unten. So. Und jetzt, wie gesagt, aufpassen. Ich zeige es euch mal hier hinten, wenn ihr es sehen könnt. Das Licht mal so drehen, dass man es sieht. So, man kann es nicht so richtig sehen. Auf jeden Fall das Cockpit nach oben ziehen und versuchen, so den Stift in das Cockpit hineinzubekommen. Wie gesagt, ein wenig komplizierter. So, und schon ist es miteinander verbunden. Das ist das Wichtigste an dieser ganzen Verwandlung. Da bitte drauf achten. So, jetzt wieder ein wenig wegzoomen. So, das haben wir. Jetzt darauf achten, dass hier oben diese Schultern nach vorne gerichtet werden. Hier ebenso. Dass sie quasi in einer Linie nach oben gehen. Jetzt hier oben diese Teile komplett nach unten drehen und nach innen winkeln. Das gleiche hier. Ihr seht selbst, dadurch wird der Rücken ein wenig verschlossen. Und jetzt einfach die Flügel nach oben anwinkeln. So, ihr könnt natürlich jetzt auch noch die Flügel nach hinten anwinkeln. Das mache ich jetzt meistens, damit der Rücken wirklich hier hinten geschlossen ist. Damit das Jetpack quasi so sich verbindet. Finde ich, sieht auch so deutlich besser aus. So, anschließend die Hände nach außen drehen. Hier ebenso. Einmal nach außen winkeln. Und nach vorne drehen. Jetzt können wir natürlich noch die Originalwaffen nehmen und hier oben befestigen. Damit es auch wirklich aussieht wie die Original. Version aus der G1-Line. So. Und jetzt kommen wir einfach mal zu den Beinen. Die trennen wir voneinander. Und drehen einmal hier unten dieses ganze Teil, das seitliche Ruder, komplett nach oben. So. Bis es wirklich hier unten abschließt mit dem Thruster. Das gleiche hier noch einmal. Lösen und nach oben schieben. So. Jetzt lösen wir einmal die Beine. Dazu haben wir hier eine kleine Vertiefung. Da können wir dann quasi einmal reingreifen. Und die Füße lösen. Die drehen wir einmal herum. Das gleiche einmal hier. Einmal lösen
einmal rumdrehen. Wichtig ist, dass hier diese Thruster nach vorne zeigen, damit sie hier vorne nicht blockieren. So, jetzt könnt ihr sie nach hinten winkeln. So, und schon habt ihr quasi Traitor im fertigen Robotermodus. So, da haben wir ihn auch schon. Wir können natürlich hier noch einmal die Hände lösen und den Daumen auch nach oben winkeln. Das gleiche auch noch einmal hier. Und einmal den Daumen nach oben. So. Ja, und schon haben wir, wie gesagt, Starscream. Oder aka Traitor. Das Schöne ist an diesen Händen, sie haben mehrere verschiedene Gelenke. Das heißt, wir können einmal hier, wie gesagt, die Finger an dieser und an diesem Gelenk quasi komplett knicken. Und wir haben natürlich dann hier die hinteren Finger hängen alle zusammen, ja, wie so pinguinmäßig zusammen. Schön ist aber, wir können auch die Finger voneinander seitlich lösen. Dass er quasi wie so ein Spock-Zeichen macht. Ziemlich cool. Oder wir können natürlich auch dann eine Faust bilden. Ist alles möglich, wie gesagt. Sehr schön. Was ich aber an dieser Figur noch richtig geil finde, ist, gegenüber der Originalversion hat sie hier noch zwei Komponenten mit dran. Diese Komponenten haben ein kleines nettes Gimmick inklusive. Das heißt, das zeige ich euch einmal. Dazu drehen wir die Kanonen einfach mal ein Stück zur Seite. Einmal ranzoomen. Und jetzt hat Starscream hier einen Kommunikator drinne. So. Und wer kommt zum Vorschein? Soundwave. Ziemlich cool auf jeden Fall. Wir sehen hier einmal Soundwave. Und natürlich hat er hier auch noch die ganzen Knöpfe. Richtig schön mit Details. Wir sehen hier einmal das Inlay. Wie gesagt, Soundwave in dem Arm. Und natürlich haben wir in dem anderen Arm noch einen anderen Bekannten. Für einige, die Seekers nicht kennen, ist es vielleicht nicht ganz so bekannt, dieser Charakter. Aber wir haben hier natürlich auch noch, wenn ich ihn natürlich hier auch mal aufkriege, auch hier immer ein Problem, einen der Seeker natürlich noch. Ich glaube, Ramjet war es. Auch hier natürlich sehr viele schöne Details. Wie gesagt, finde ich einfach nur genial. Das hat, wie gesagt, die Originalversion, so viel ich weiß, nicht. Und ja, dafür ist natürlich iGear bekannt, dass sie so nette Gimmicks natürlich auch mit einbauen. Auch wenn sie natürlich jetzt so frech waren, in dem Sinne den Original Starscream nachzubauen. Ja, dann hat diese Figur natürlich hier vorne noch, wenn dieser Thruster vorne öffnet, Raketenwerfer auf beiden Seiten, was ich auch sehr schick finde. Und was diese Figur noch als kleines Gimmick hat, was ich auch ziemlich übelst geil finde und ja, gar nicht so bemerkt habe, bis ich wirklich einfach mal so dran rumgetüffelt habe an dieser Figur. Sie hat ein zweites Gesicht. Das heißt, wir haben einmal hier dieses verschmitzt guckende, richtig böse, grinsende Gesicht von Starscream. Das können wir aber noch ändern zu einem ganz normal aussehenden. Das heißt, wir drehen einmal den Kopf nach oben. Wir sehen hier schon zwei Kins. Das heißt, wir müssen jetzt hier vorsichtig, ohne den Lack zu beschädigen, dieses Teil nach vorne schieben. Natürlich nicht ganz so einfach. So, jetzt haben wir den Kopf nach unten geschoben auf dieser Stange und drehen ihn jetzt einfach einmal komplett herum. So, drehen ihn jetzt oben wieder rein und schon haben wir das normale Gesicht von Starscream. Wie gesagt, ziemlich cool gemacht. Die Figur hat natürlich auch, wie es meistens natürlich bei den Masterpieces, keine Lightpipe-Funktion.
trotzdem ziemlich cool. Der Kopf lässt sich ganz normal bewegen, ist auf einem Balljoint. Nach oben, ja, nach unten, ist alles möglich. Finde ich sehr interessant. Die Figur hat natürlich ganz normale Gelenke. Hier oben mit einem kleinen zahnradartigen Gelenk in den Oberteilen. Das heißt in den Schultern. Dann haben wir ein ganz normales Gelenk im Ellenbogen, ein Doppelgelenk. Die Hand lässt sich ganz normal drehen, um 360 Grad. Die Finger lassen sich auch ganz normal bewegen. Es lässt sich eine Faust bilden, es lässt sich quasi, ja, was ich zum Beispiel auch sehr schön finde bei dieser Figur an Posen her, es lässt sich, das ist meine Lieblingspose übrigens, einmal einen Zeigefinger nach vorne gestreckt, so, und jetzt einmal mit der anderen Hand den Daumen nach vorne. Quasi so wie ich bin der Chef, der neue Chef. Ich bin der Nachfolger von Megatron, so in etwa. Deswegen auch Traitor, Verräter. Ja, finde ich ganz interessant. Wie gesagt, mir gefällt die Figur sehr. Sie hat eine Menge Gimmicks, sehr viele Kleinigkeiten, die wirklich die Figur echt ausmachen. Was diese Figur natürlich auch noch besitzt, sind sehr schön gemachte Beingelenke. Das heißt, wir haben einmal seitlich drehende Gelenke. Dann können wir natürlich hier einmal den Fuß auch nach oben bewegen. Dann ein doppeltes Kniegelenk. Das heißt, einmal das Standard-Kniegelenk. Und einmal nochmal nach unten anwinkelbar. Nochmal ein Gelenk. Das heißt, die Figur kann wirklich coole Flugposen auch hinkriegen. Und ja, das zeige ich euch jetzt anhand des Ständers einfach mal. So, die Figur hat hier unten einen kleinen Pack. Und in dem Ständer ist hier ein Loch hier oben drin. Und es wird einfach damit verbunden. So, und schon können wir die Figur auf diesen Ständer quasi fest montieren. Und können jetzt verschiedene Flugposen damit gestalten, wie auch immer. Finde ich ziemlich cool auf jeden Fall. Ja, die Figur gefällt mir. Ich hätte es nicht besser sagen können, aber ich sage es trotzdem. iToys oder überhaupt hat dieser Hersteller doch wirklich eine Menge verbessert an dieser Figur gegenüber dem Original. Klar, es fehlen einige paar Details von den Farben her. Es fehlen natürlich auch Decepticon-Logos, aber wie wir das ja rechtlich bei den Drittanbietern auch kennen, ist es natürlich nicht möglich, weil die Decepticon-Logos und die Autobot-Logos etc. natürlich rechtlich Trademarks sind. Die kann man natürlich nicht einfach so kopieren. Wie gesagt, die Figur ist ziemlich geil gemacht, sehr schöne Details. Und ja, ich kann sie jedem empfehlen, auf jeden Fall. Macht ordentlich was her. Und ich würde sagen, im Flugzeugmodus auf jeden Fall volle 10 von 10 Punkten. Im Robotermodus auch volle 10 von 10 Punkten. Natürlich muss ich hier auch einige Abstriche erwähnen. Zum einen wäre das, dass hier unten auf dem Ständer nicht Starscream oder Traitor draufsteht in Silber, wie es jetzt beim Original Starscream draufsteht. Das fehlt hier leider komplett. Ansonsten, die Gelenke sind natürlich auch ein wenig leichter zu betätigen als beim Original. Und ja, zum Beispiel hat diese Figur bei mir hier das Problem, dass man hier diesen ganzen Oberkörper viel leichter nach oben schieben kann als beim Original und er rastet in dem Sinne nicht völlig ein. Was sehr schade ist, macht aber dem Ganzen keinen Abbruch und ist auch gar nicht mal wirklich so schlimm. Ja, ich möchte mal das Cockpit nochmal befestigen. Schöne Details gegenüber der iGear-Version sind natürlich einmal hier vorne die ganzen Monitore, die wir hier drin haben, die zu öffnen ganzen Waffensysteme, die austauschbaren Waffensysteme, auch dass man die Waffen hier komplett separieren kann. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, er hat jetzt hier nicht mehr diese Rakete dran, er hat jetzt nur eine Kanone dran, die kann er auch in die Hand nehmen.
was ich auch sehr schön finde. Und der austauschbare Kopf bzw. das Gesicht. Sehr schön auf jeden Fall. Mir gefällt die Figur. Und wie gesagt, ich kann sie jedem empfehlen. Gegenüber der Original Starscream Version zahlt man hier nur einen Bruchteil. Finde ich natürlich echt toll. Und ja, wie gesagt, ich kann die Figur jedem empfehlen und sie macht sich in jeder Sammlung einfach nur toll. Sie ist, wie gesagt, ein 1:1 Abguss der Originalfigur. Gleiche Größe, gleiche Form, alles gleich. Bis auf, dass sie, wie gesagt, ein paar kleine Zusätze hat. Sehr schön. Dazu, was ich vergessen habe, euch zu zeigen, wird diese Figur mit einer sehr schönen Plastikkarte geliefert. Es ist quasi wie ein Rolling einer EC-Karte. Also wirklich sehr fest und elastisch. Hochglanz natürlich. Wie gesagt, wir sehen einmal hier das Boxart ganz groß drauf und ein PP03T Traitor vom Fighter Team. Und hier hinten natürlich dann noch einmal das schöne Boxart nochmals. Und oben diesen schönen Tagsback. Ja, wie gesagt, sehr schön gemacht, auch die Sachen, die mit dazu geliefert werden, einfach nur Bombe, gefällt mir sehr gut, was ich bei dieser Figur leider irgendwie vermisst habe, aber ich denke mal, das, weiß nicht, ist vielleicht ein Produktionsfehler, wie auch immer, diese Figur hat keine Anleitung dabei gehabt, das heißt, ich musste mich wirklich komplett da reinfuchsen, wie man die Figur verwandelt. Ja, sehr schade, aber ansonsten muss ich sagen, es hat sich für mich eindeutig gelohnt. Und ich würde natürlich, wenn ich die anderen Figuren davon kriege, wie Sunstorm und die anderen Seeker-Teams, natürlich mir auch noch holen. Ja, ansonsten, wie immer, wir kommen jetzt zum Ende. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr reingeschaut habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch meine weiteren Reviews in Zukunft anschaut, indem ihr natürlich mich abonniert. Dadurch werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten. Wenn ihr Kritikpunkte natürlich wie immer seht, gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Euer Rexford.